Ja, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy. Letztes Mal hatten wir das epische Intro mit guter Laune miterlebt und nun haben wir den Auftrag, Galaxien zu erkunden. Dazu gehen wir erstmal zur Sternenschau-Terrasse, wo uns unser lieber schwarzer Italiener gleich mal wieder auf die Nerven gehen wird. Schön, dass du gekommen bist. Diese Kuppe ist ein Observatorium des Universums. In anderen Worten, sie ist das Auge dieser Sternwarte. Mit diesem Auge kann man verschiedene Galaxien spüren und auch sehen. Ich werde dir den Weg zu den Galaxien weisen. Wenn er sie verwandelt hat, siehle mit dem Yajmanta auf den Greifstein und drücke A. Okay. Ich entschuldige mich auch für die starke Asynchronheit des Ingame-Sounds in den ganzen Videos, die jetzt auch noch kommen werden. Aber daran kann ich leider nichts ändern, da nun halt mal der Ingame-Sound etwas flüssiger aufgenommen wird, wie das Video selbst, was etwas ruppig ist. Ich entschuldige mich, wie gesagt, dafür. Hauptsache, es läuft und ich hoffe, dass ich das irgendwie dann noch später irgendwie patchen kann. Vielleicht durchs Rendern, ich weiß es nicht. Ich habe bis jetzt den ersten Mal nicht gerendert, aber als ich ihn zusammensetzen musste, kam ich eben drauf, dass das Video etwas stark asynchron sein könnte. Die Sterne hier repräsentieren die vom Observatorium aus sichtbaren Galaxien. Die Nummern auf dem Stern steht für die Distanz der Galaxie zur Sternwarte. So viel Kraft brauchst du, um dorthin zu gelangen. Befreie Bauersterne, um zu weit, weit entfernten Galaxien zu reisen. Okay. Außer der Einzelgalaxie bleibt uns ja keine Wahl. Eier Planet Galaxie. Von der uns am nächsten gelegenen Galaxie haben wir Energiewellen eines Powersterns empfangen. Er scheint vom Bösen erfüllt zu sein. Pass gut auf dich auf. Gut, dorthin fliegen. Und Abschuss. Okay. Und unsere erste Mission lautet Dino Piranha auf dem Eierstern. Seien wir gespannt. Aha. Eine scheinbar... Oh Gott, ich kann es nicht aussprechen. Prähistorische Mission. Ja, so ungefähr. Eine Münze. Kann ich mir was Schönes kaufen. So. Sternteile, Sternteile. Ich brauche Money. Danke. Und, oh mein Gott, habe ich das verlernt. So, gehen wir am besten nach rechts, hätte ich jetzt mal gesagt. Mal schauen. Nein, da muss ich jetzt nicht hin. Gehen wir hier lang. Oh, eine Münze. Noch mehr Money. Money, Money, Money. Oh, Standteile. Und einen ganzen Haufen voll mit Standteilen. Okay. Wollen wir einfach mal weitergehen? Wow, wow, ganz ruhig. Soll ich jetzt mal, dass wir da hoch müssen? So, zwar könnte ich das auch mit einem Dreiersprung schaffen, aber ich rede jetzt mal mit ihm. Ein Stück weiter ist ein Freund von mir, beeil dich schnell. Okay. Vielleicht werde ich an Luigi Galaxy diesen Trick nutzen. Mal schauen. So, Sternsplitter mal wieder. Zack. Wow. Rechts vor links. Ah. Das war aber links vor rechts. Ah. Hilfe. Ah, da, 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 drüben. Wow. Hilfe. Okay. Sternerschienen. Oh, das hätte schmerzhaft enden können. Da fliege ich aber weit. Und vor allem schnell. Ja, Geschwindigkeit kommt auch noch, aber nicht jetzt. Jetzt können wir uns noch schön viel Zeit lassen. Auch wenn es dann für euch eher uninteressant wird, trotzdem jetzt können wir uns noch schön viel Zeit lassen. So, next planet. Wieder mit Money. Ich brauche schon 7 Münzen. Wow, bin ich reich. So, wieder gegangen. Machen. Auf die Münze verzichte ich dann doch jetzt mal. Noch eine Münze. Au.
Und da unten ist wieder ein schwarzes Loch. Dein Freund und Helfer, wenn es darum geht zu verrecken. Die hier einfach mal gekonnt killen. Dann können wir auch hier weiter. Die Schleimis machen einen jetzt nur langsam, aber auf Dauer auch Schaden. Und hier haben wir ganz viele Sternteile. Einmal Drehattacke, dann kommt er an die Oberfläche und kann man ihn killen. So, wieder hier Münzen. Aber ich schaue jetzt dann doch eher auf Sternteile. Weil Münzen bringen in dem Spiel leider noch nichts. Erst im zweiten Teil. Dafür sind Sternteile sehr gefragt. So, und das war's dann auch schon wieder. Lol. Ja, noch nicht ganz. Unser prähistorisches Ungetier müssen wir natürlich auch noch fertig machen. Indem wir ihn seinen Kokosnussschwanz auf den Kopf hauen. Ich hätte ja gerne Fresse gesagt, also eine Fresse, aber hätte nicht so wirklich gepasst. Also genauso wie man ihn befreit hat, macht man ihn auch fertig. Einfach dreimal ihm seinen Schwanz irgendwo hier hauen. Dann passt es. Okay, er dreht sich immer um, deshalb kriegt das in die Fresse. Das war gerade etwas knapp, aber das war's. Verreckt. Okay. Also die Aufnahmen werde ich auf jeden Fall beibehalten und hochladen, egal ob asynchron oder nicht. Ihr wollt endlich ein VLP, jetzt kriegt ihr es wohl mehr aus asynchron oder nicht. Ihr kriegt es, weil ihr es wolltet. Und jetzt kriegt ihr es. Dino Piranha auf dem Eierstern. Weil der ganze Spaß hier so schön war, hängen wir gleich noch die zweite Mission dran. So, speichern tue ich jetzt mal nicht. Nur am Ende eines Parts tue ich immer speichern. Wenn ich dran denke. Ist hier der glitzernde Sternenstaub aufgewandt, der überall verstreut ist? Das sind sogenannte Sternteile. Veluma lieben sie. Sie schmecken sehr lecker. Oh, oh, sie sind die Quelle unserer Kraft. Richte den Schmarrn da auf den Bildschirm und sammle sie mit dem anderen Schmarrn auf. Dann ziele mit dem zweiten Schmarrn und schieße sie durchdrückend von dem B-Dings-Da-Bums da auf deine Gegner. Ach so, ich soll sie also auf dich schießen. Lass es uns ausprobieren. Sammle Sternteile und schieße sie auf mich. Das war mal eindeutig. So, und jetzt halte ich das Ding hier mal wie, eine Shotgun. So, da hast du. Hervorragend, die sich behalte ich als Gebühr für die Selektion. Vielleicht sollte ich dir noch ein bisschen von deinen Münzen abknapfen, kann ich mir noch was Zins kaufen. Du kannst sie auf Gegner schießen oder hungrige Luma damit füttern. Vielleicht springt dabei eine Belohnung für dich heraus. Hey, Sternteile werden dir bei deinem Abenteuer sehr hilfreich sein. Wie du meinst. Da ist noch eins. Ah, nee, war zu spät. Dann eben nicht. So, weiter geht's in der Eierplanet-Galaxie. Erfülle den Wunsch des Vielfraß mit einem Apostroph hinten dran. Weshalb auch immer. Die Mission ist sehr lang, aber sehr lustig. Es geht mehr darum, mal Sternteile zu sammeln. 100 Stück, um genau zu sein. Allerdings werdet ihr gleich sehen, das ist keine große Kunst. So, kleiner Trick am Rande für die, die es nicht wissen. Es gibt ja immer noch Leute, die das Spiel nicht kennen, was ich etwas enttäuschend finde, fände. So. Und ja, wenn man da in diesen Steinkreis einen Dreher vollführt, ja, kriegt man eben Sternteile. Das war der Tipp für die Leute, die es jetzt hier gerade nicht verstanden haben. Bei denen kann man jetzt auch einen Dreher machen, die gehen dann sofort in die Luft wortwörtlich. Und dann kriegt man auch Sternteile. So, links wäre wieder da, wo wir in der ersten Mission hingegangen sind. Ich gehe allerdings wie immer nach rechts. Nein, wusste ich noch nicht. Nee, hat man mir erst vor 30 Sekunden erklärt. So, meine Gebühr kriege ich wieder zurück, die ich davor zahlen musste. Also ich sammle jetzt hier mal, was das Zeug hält. So, die kann man auch fertig machen, gibt es auch wieder Kohle. Die Hälfte haben wir auch schon. Also ihr seht schon, nicht wirklich schwer. Da habe ich jetzt Scheiße gebaut, sonst kommen da mal einen ganzen Haufen raus.
Dieses Mal nicht, weil ich mich so doof angestellt habe. Kann man jetzt auch nicht ändern. So, hier links müsste es weitergehen. Genau, hier ist dann nämlich so ein blauer Typ. Ein Stück weiter ist ein Vielfraß. Kannst du ihm nicht seine Bitte erfüllen? Der verwandelt sich in... Das ist auch irgendwie ein Muster. Blaue Sterne, an die kann man sich, wie ihr ja schon sehen konntet, ranziehen. Einfach A gedrückt halten und dann das Headset verrutschen. Genau. Ich sollte mich auch nicht hinlegen. So. Ist eben auch schon spät. So, 73. Noch ein bisschen mehr. Kommen hier auch noch so und... Hilfe! Von dem Ding bloß nicht treffen lassen, wenn es einmal schon weggeschleudert wurde. Ansonsten macht's aua, aua. Ich würde auch mal sagen, wir kommen schon ein Stück weiter. Nein, ich gehe noch auf den Planeten. Einfach der Vollständigkeit halber. Man könnte zwar auch schon weiter, aber ich brauche ja hier den ganzen Schmarrn. So, hier dürfen jetzt auch wieder welche drin sein. Und... Komm schon! Ja, dieses Mal hat es geklappt. Jetzt habe ich die 100. Und jetzt geht's zu unserem Freund. So, ohne weitere Umschweife kriegt er jetzt seine 100 Stück. Hey du, da hast du keine Sternteile? Diese Sternteile fressen ganz viele davon, mich. Oh, komm schon, gib mir ein paar Sternteile. Wenn ich 100 fresse, esse, verwandle ich mich. Oh, wie geil. Ja. So, da hast du ganz viele Sternteile. Normalerweise wollen die immer nur so 30, 40 Stück, aber nein, der will natürlich 100. Das war's, mein Bauch ist voll, da wollen wir mal loslegen. Hey, verwandeln! Ah, manchmal braucht, beziehungsweise meistens braucht man sie für geheime Missionen. In diesem Fall halt jetzt mal für eine normale. Und ja. Auch die Musik, habe ich ja noch gar nicht erwähnt, finde ich ziemlich episch. Passt, finde ich. Und sie ist vor allem von einem Orchester gemacht worden, für die, die es nicht wissen. Glaube ich zumindest. Aber es heißt eigentlich immer Orchester-Soundtrack. Insoweit glaube ich schon, dass es ein Orchester war. Hm? Also, ja. Bewundere ich auch schon nochmal, aber Miyamoto meinte ja mal in einem Interview, dass zu Mario mehr die elektro-künstliche Musik passt. Stimmt einerseits, aber trotzdem gefällt mir die Orchestermusik besser. So haben wir nicht gerechnet. Das Wunder will ich nämlich hier haben. Das hier können wir kaputt machen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass er das jetzt hier noch in die Fresse kriegt, der Goomba. Dann halt nicht. So geht's auch. Gehen wir einfach weiter hoch. So. Hier soll man jetzt ganz kompliziert sich den Weg freimachen. Also es ist eher auch so eine Art Lernmission, um die Steuerung zu lernen. Wie in jedem Mario-Spiel halt. So eine Art Tutorial-Level. Und jetzt kommt mein Lieblingsplanet. Der Kapselplanet. Oder Pillenplanet für die, die pervers denken wollen. Die Riesenpille. Oh mein Gott. Hau ab. Oh, Junge. Dahinter zur Hälfte im Kristall drin. So, hier mal abkürzen. Ich sagte abkürzen. Wenn ich euch schon einen Trick zeigen will, dann soll er auch schon funktionieren. So ist er nicht. Kletter da hoch. Braucht da wieder eine halbe Stunde. Natürlich dauert es normal immer ziemlich lange, aber ich kürze jetzt hier mal extremst ab, weshalb es, glaube ich, nur halb so lang dauert. Und nun müssen wir hier noch unsere wunderbaren blauen Sternteile einsammeln. Wartet, hier ist noch eins. Und da drüben. Geschafft. So.
und rüber. Yes! Gut! Da ich jetzt leider keine Ahnung habe, wie lange ich schon aufnehme, schaue ich jetzt einfach mal schnell. Sobald ich das hier weggedrückt habe. So. Erfülle den Wunsch des Silfras. Haben wir. Was? Eine neue Galaxie? Haben wir! Ja. Und eine neue Erklärung. Gut gemacht. Dann dir wurde eine neue Galaxie entdeckt. Sammle Bauersteine und dein Sichtfeld vergrößert sich. Du kannst auch zum Optiker gehen. Aber das hier kommt billiger. Ja. So, da ich mal denke, dass das hier das Ende des Parts ist, tue ich speichern. Und insoweit sehen wir uns hoffentlich wieder im nächsten Part. Und wenn es euch gefallen hat, gebt wie beim letzten Part auch einen Like. Und insoweit verabschiede ich mich für dieses Mal. Ich weiß, es war jetzt etwas gut kurz, aber auch kurze Parts müssen sein. Also, bis zum nächsten Mal bei Super Mario Galaxy, Leute.